Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Wine and Crime. Mein Name ist Jessie und dass du auf dieses Video geklickt hast, freut mich sehr. Und wenn dir gefällt, was ich zu sagen habe, dann klick doch gerne den Subscribe-Button, lass mir einen Daumen nach oben da oder kommentier doch in der Comment-Section unten drunter. Würde mich riesig freuen und jetzt labere ich nicht lange weiter und würde sagen, wir steppen in unseren nächsten Fall. Heute sprechen wir über Samuel Little, den wohl schlimmsten Serienkiller in der Geschichte der USA. Er tötete mehr Menschen als Ted Bundy und Andrew Dahmer zusammen. Samuel Little wird am 7. Juni 1940 in Reynolds, Georgia geboren und zieht kurz nach seiner Geburt mit seiner Mutter Bessie May Little nach Lorain, Ohio. Seine Mutter gibt ihn bei seiner Oma ab und dort wächst Samuel dann auch auf. Er beschreibt seine Mutter als Lady der Nacht und meint wohl damit, dass sie Prostituierte gewesen ist. Zu seinem Vater Paul McDowell hat er keinen Kontakt. So wächst Samuel Little bei seiner Großmutter auf und geht auch in Lorain, Ohio zur High School auf die Hawthorne Junior High. Dort wird er schon sehr früh auffällig werden, denn er hat ein Problem, sich Autoritäten unterzuordnen und sich in seine Klasse einzufügen. Und so muss er viele Disziplinarverfahren über sich ergehen lassen. Auch während der Highschool wird er zum ersten Mal angeklagt wegen Einbruchs und zu einem Jugendarrest von 2 Jahren verurteilt. Bei seinem ersten Gefängnisaufenthalt lernt er das Boxen, ihm gefällt das, er ist ziemlich gut darin und als er dann wieder auf freiem Fuß ist, verdient er sich hier und da als Amateurboxer sein Geld. Die Highschool schließt Samuel Little nie ab. 1961 wird Little dann zum zweiten Mal angeklagt wegen einem Einbruch in ein Möbelhaus in Omaha, Nebraska. Und hierfür wird er zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Nachdem er das Gefängnis dann zum zweiten Mal verlässt, verlässt er auch Ohio und beginnt ein Nomadenleben zu führen, quer durch verschiedene Bundesstädte der USA. Wie erwähnt, verdient er sich hier und da als Amateurboxer sein Geld. Seine Haupteinnahmequelle sind jedoch Raubüberfälle und Diebstähle. In den späten 60er Jahren zieht Samuel jedoch zu seiner Mutter nach Florida und arbeitet dort als Sanitäter und als Friedhofshelfer. Doch dieses ganze stetige Leben ist nichts für ihn und so beschließt er, seine Mutter wieder zu verlassen und zurück zu seinem reisenden Leben zu kehren. Am 31.12.1970 verbringt Samuel Little den Silvesterabend in einer Bar in Miami, Florida. Dort in der Bar ist die Stimmung ziemlich ausgelassen. Die Menschen freuen sich, bald das neue Jahr zu begrüßen, so auch Mary Brosley. Die 33-jährige Frau ist eben auch in dieser Bar und sie lernt Samuel an diesem Silvesterabend kennen. Die beiden verstehen sich sehr gut und im Gespräch vertraut sich Mary Samuel an, dass sie ihre Kinder und ihren Mann in Massachusetts verlassen hätte aufgrund von mehreren Problemen, die sie gehabt hätte. Und die beiden werden auch an diesem Silvesterabend gemeinsam die Bar verlassen. Sie fahren mit Samuels Auto in Richtung Everglades, parken auf einem abgelegenen Parkplatz in einem Wald. Und das wird Marys letzter Silvesterabend gewesen sein, denn in diesem Auto wird Samuel Little sie strangulieren. Mary Brosley ist Samuels erstes Opfer, doch bleibt leider nicht sein letztes. Er hinterlässt den leblosen Körper von Mary dort in diesem Wald und fährt davon. Und der Fall von Mary Brosley bleibt über 40 Jahre lang ein Cold Case. Sie wird auch nicht identifiziert werden können und als Jane Doe-Fall abgetan. Jane Doe sind immer Leichen, die niemandem zuzuordnen sind. Und damit sie halt nicht namenlos bleiben, bekommen sie eben weibliche eben den Namen Jane Doe. In den 70er Jahren lernt Samuel eine Frau namens Aurelia Jean Dawson kennen. Diese Frau ist 30 Jahre älter als Samuel, doch die beiden gehen trotzdem eine Beziehung ein und nicht nur das, denn die beiden werden auch Partner in Crime. Sie reisen nun zu zweit durch
die USA und begehen dort Raubüberfälle und Diebstähle und finanzieren so eben ihren Lebensunterhalt. Aurelia wird bis an ihr Lebensende an Samuels Seite bleiben. Sie verstirbt an einer Hirnblutung im Jahr 1988 und das ist auch die einzige Frau, die mit der Samuel je eine Beziehung geführt hat. Bis 1975 wird der damals 25-Jährige in 11 verschiedenen Bundesstaaten der USA 26 Mal verhaftet. Unter anderem wegen Angriff auf Polizeibeamte, Betrugs, Fahren unter Alkoholeinfluss, versuchter Vergewaltigung, Raubüberfällen und Diebstählen. 1982 wird Samuel Little zum ersten Mal wegen Mordes angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, die damals 22-jährige Melinda LaPree, welche auch Prostituierte gewesen ist, stranguliert zu haben. Die Grand Jury lehnt jedoch eine Anklage ab, aufgrund von unzureichender Beweise. Und doch Samuel wird nicht freigelassen. Er wird nach Florida verlegt, wo er ein zweites Mal wegen einem anderen Mord an Patricia Mount angeklagt wird. Mehrere Zeugen sagen in dieser Verhandlung aus, dass Patricia zum letzten Mal mit Samuel gesehen worden ist und sie danach spurlos verschwunden war. Diese Zeugen jedoch verwickeln sich auch in Widersprüche und somit werden ihre Aussagen nichtig und Samuel an dem Mord von Patricia Mount freigesprochen. Nach seinem Freispruch verlässt er Florida und beschließt nach Kalifornien zu gehen, wo er zuerst in der Gegend von San Diego lebt und später dann in L.A. Er zieht nach L.A. im Jahr 1984. Und dort wird er dann auch kurze Zeit später wegen Vergewaltigung und versuchtem Mordes an zwei Prostituierten angeklagt und zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Nachdem er die Gefängnisstrafe abgesessen hat, hält er sich weiterhin in Kalifornien auf und führt sein reisendes Leben weiter. Er wird nachweislich dort mehreren Frauen das Leben nehmen. Am 5. September 2012, wir machen jetzt einen ganzen Sprung, wird Samuel in einem Obdachlosenheim in Louisville, Kentucky, festgenommen. Einige Zeit zuvor wurde er mit Kokain erwischt und er wurde zu einem Rehabilitationsprogramm verurteilt, woran er jedoch nicht teilnahm und deswegen suchten die Beamten ihn eben auf und nahmen ihn in Gewahrsam. Als Samuel nun in Haft saß, konnten die Ermittler anhand Samuels DNA eben diesen mit 3 verschiedenen Morden im Raum L.A. aus den 80er Jahren in Verbindung bringen. Die Opfer stammen alle aus dem Raum Kalifornien und sind Carol Alford, gefunden am 13. Juli 1987. Sie wurde nur mit einer Socke in einer Allee gefunden. Das nächste Opfer war Audrey Nelson. Sie wurde unbekleidet am Rande eines Feldes gefunden am 14.08.89. Und Guadalupe Abodacha, die am 3. September 1987 auch im Raum L.A. aufgefunden worden ist. Alle 3 Frauen sind ebenfalls durch Strangulation ermordet worden. Samuel Little wird am 7. Januar 2013 wegen dreifachen Mordes angeklagt. Er plädiert vor Gericht auf nicht schuldig und ist den Angehörigen, welche sich auch im Gerichtssaal befinden, zumindest einige davon, sehr respektlos gegenüber und beteuert in einer widerwärtigen Art und Weise seine Unschuld. Samuel Little wird am 25. September 2014 zu 3-mal lebenslänglicher Haft verurteilt. Doch das war es noch lange nicht in diesem Fall gewesen. Denn als Samuel in Haft sitzt, vermuten die Ermittler, dass er eventuell in mehrere Cold Cases verwickelt sein könnte. Little redet nicht mit den Ermittlern und streitet alles ab, wenn er überhaupt irgendwas sagt. Doch trotzdem wird der Fall von Melinda LaPree aus dem Jahr 1982 wieder aufgerollt und Samuel wird zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Jahre vergehen, Samuel spricht nicht bis zum Jahr 2018, als ein Texas Ranger Detective James Holland zu Samuel Little
ins Gefängnis zu Besuch kommt. Samuel möchte mit ihm auch vorerst nicht sprechen und als dieser Beamte James Holland ihn dann auch noch einen Vergewaltiger nennt, flippt Samuel aus und verschließt sich komplett. Da beschließt Detective James Holland, seine Strategie zu ändern. Und so verspricht er Samuel zum Beispiel bessere Haftbedingungen. Samuel ist zu dem Zeitpunkt auch schon 78 Jahre alt, im Rollstuhl sitzend und gesundheitlich einfach angeschlagen. Und so ist es ihm natürlich wichtig, in eine bessere medizinische Versorgung zu bekommen. Und er bringt ihm auch auf Wunsch Pizza und Cola mit. Und die beiden fangen an, über Football zu reden, über ihre Lieblingsmannschaften. Und es bildet sich eine freundschaftliche Basis. Hollands Strategie scheint aufzugehen, denn Samuel Little öffnet sich ihm und er redet. Und das, was er diesem Detective erzählt, ist unglaublich. Er erzählt ihm von 93 Frauen, welche er über 4 Jahrzehnte lang quer durch die USA stranguliert hat. Er erzählt ihm, dass er schon seit seiner Kindheit eine Art Obsession mit Frauenhälsen gehabt hat und dass er diese Strangulation an Frauen brauchte, um sexuelle Befriedigung zu erlangen. Er hat nie Stich- oder Schusswaffen benutzt, nur seine monströsen Hände. Samuel Little konnte genaue Angaben, detaillierte Angaben zu Tatorten, Tatzeiten, zum Aussehen wie und auch Gewicht und Alter der Frauen. In manchen Fällen konnte er sich sogar an die Namen seiner Opfer erinnern. Es stellte sich nämlich heraus, dass Samuel Little ein fotografisches Gedächtnis hatte. Der Beamte James Holland bat Samuel daraufhin, Zeichnungen von seinen Opfern anzufertigen. Und das tat er dann auch. Das FBI veröffentlichte diese Zeichnungen, es waren insgesamt 30 Stück gewesen, auf ihrer Website und sie baten die Öffentlichkeit oder eben vielleicht auch Familienangehörige, die jemanden schon seit längerer Zeit vermissten, um Mithilfe. Einige dieser Frauen konnten auch wiedererkannt werden, so wie Patricia Parker. Ihre Schwester sah das Bild in den Nachrichten und sie war sich ziemlich sicher, dass das ihre Schwester sein musste. Patricia Parker war in Tennessee verschwunden vor über 20 Jahren, also auch in den 80er Jahren und keiner wusste, wo sie war. Bis zum Jahr 2019, als eben diese Zeichnung von Samuel angefertigt worden ist, sie darauf wieder erkannt werden konnte und eben dieser Cold Case auch aufgeklärt worden ist. Während den Ermittlungen stellte sich auch raus, denn es musste ja vieles geprüft werden und viele Aussagen, viele Stunden des Verhörs mussten aufgezeichnet werden, überprüft werden. Es waren ja auch mehrere Bundesstaaten, in denen diese Morde stattgefunden haben und so stehen die Ermittler erstmal vor einem Berg Arbeit. Das FBI gibt bekannt, dass Samuel Little zwischen den Jahren 1970 und 2005 64 Frauen ermordet hat. Mary Brosley, Samuel Littles erstes Opfer, welche auch ein Cold Case blieb, konnte eben auch aufgeklärt werden. Das FBI meldete sich bei ihrem Sohn Daryl, den sie damals hinterlassen hatte, und der empfand natürlich Traurigkeit, aber auch Erleichterung, denn er wusste über 40 Jahre lang nicht, was mit seiner Mutter passiert ist. Laut Samuel Littles Aussagen war sein letztes Opfer eine Nancy aus Tupelo, Mississippi. Sie stammte eigentlich aus Alabama und er strangulierte sie im Jahr 2005. Samuel Little stirbt im Dezember 2020 und wird bis zu seinem Tod weiterhin Interviews geben und Aussagen machen. Seine Opferzahl von 93 Frauen wird sich aber nie erhöhen. So, meine Lieben, das war's mit dem Fall Samuel Little. Jetzt am Schluss noch mal ganz kurz meine Meinung. So, lass uns mal Revue passieren. Ey, was ist das für ein Typ? Was für kranke Menschen es gibt, da bin ich immer wieder erstaunt. Mir ist es ein Rätsel, wie er über so viele Jahre hinweg damit einfach so durchkam, mit diesen ganzen Morden.
Klar, er ging immer nach einem Muster vor. Ich glaube, das habe ich nämlich vorhin vergessen zu erwähnen. Samuel Little ging nämlich immer nach einem gewissen Muster vor. Er suchte sich immer Frauen aus instabilen familiären Verhältnissen aus, wenn diese überhaupt vorhanden waren. Oder eben drogenabhängige Frauen, bedürftige Frauen und solche, wo er vermutete, die nicht vermisst werden würden. Das war sein Muster. Und zum anderen benutzte er auch nie Schuss- oder Stichwaffen, was natürlich auch der Polizei die Arbeit erschwerte, einen Täter zu finden. Bei den Ermittlungen kam auch heraus, dass in vielen der Autopsieberichten falsche Angaben gemacht worden sind. Also da wurde teilweise angegeben, dass die Opfer an einer Überdosis gestorben sind, obwohl Samuel dann später teilweise zugegeben hat, seine Opfer oftmals auch narkotisiert zu haben. Ja, also mir ist es ein Rätsel, wie er ein Leben in und aus dem Knast führen konnte, nie gefasst werden konnte. Er ging den Ermittlern so oftmals durch die Lappen. Anfang der 80er Jahre zweimal wegen Mordes angeklagt und trotzdem nicht verurteilt. Ein sehr, sehr kranker Mann, meiner Meinung nach. Also normal kann das ja nicht sein. Wegen einer sexuellen Begierde so viele Frauen zu töten, so vielen Menschen das Leben einfach zu zerstören. Ich war baff, als ich davon gelesen habe. Und das war im Übrigen gar nicht so lange her, als ich von diesem Fall gehört habe. Und ja, wie ist es bei euch? Kanntet ihr den Fall? Kanntet ihr ihn nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Und genau, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.